Wenn ich einfach nochmal genau darauf eingehe, was ein weiteres Beispiel des Reframings, was durch Hartz IV passiert. Es gibt so, wenn Sie Hartz IV beantragen, dann sind Sie gezwungen oder werden dazu aufgefordert, eine Wiedereingliederungsvereinbarung zu unterschreiben. Also es ist schon so, dass es schon so eine Art diabolischen Charakter hat, weil der Mensch hat ein Grundrecht auf Leben, er hat ein Grundrecht auf Existenz, auf freie Berufswahl, all das besteht. Dennoch, wenn Sie das Jobcenter betreten, kommt ein Sachbearbeiter und redet Ihnen ein, Sie müssten zuerst eine Vereinbarung unterschreiben. Eine Vereinbarung, die Ihnen, die dazu führt, dass Sie sozusagen diese Grundrechte, die Sie bereits besitzen, abtreten und dadurch quasi dann Geld bekommen. Das ist ist eigentlich etwas, womit, was man früher als Bauernfänger und fällt an Begriff nicht ein, das ist also eine Betrugsmethode. Ja? Also man täuscht den Bürger darüber hinweg, dass also man schafft eine Verengung des Framings. Man sagt nicht, dir ist das Geld ausgegangen, da ist eine Problematik, wir gucken uns an, was passiert eigentlich da, ja, was sind die Hintergründe, was ist überhaupt los? Ja, weil das ist ja auch ein Wirtschafts-, weil das ist ja auch Angela Merkel schuld, ja, dass jemand da im Jobcenter landet. Das ist ja durchaus denkbar, dass das eine Möglichkeit ist. Das wird ausgeblendet und das Ganze verkürzt auf, Sie müssen erstmal hinterschreiben und mit uns vereinbaren, was Sie tun werden, um aus der Situation rauszukommen. Diese Verengung führt dazu, dass man automatisch sich eine Verwertbarkeit vollkommen aufopfert. Es beginnt allein schon mit einer Kuriosität, damit, dass Sie zum Beispiel im System des Jobcenters kommen, zum Beispiel in der Jobbeschreibung, im Computer, kommt der Beruf des freischaffenden Künstlers überhaupt nicht vor. Also, ich habe also aus meiner eigenen Erfahrung dann auch vehement darauf bestanden, dass die Bezeichnung freischaffender Künstler bleibt, weil die Bezeichnung freischaffender Künstler bedeutet, dass ich von Grundgesetz her geschützt bin. Das heißt, ich darf unangepasst sein. Ja? Das ist mein Job, das zu tun. Der freischaffende Künstler kommt also als Beruf gar nicht vor. Stattdessen versucht man einen zu zwingen, als Bartänzerin, also wirklich allen Ernstes, als Bartänzerin oder Friedhofssteinmetz irgendwo sich zu platzieren. Ja. Bloß nicht in einer Funktion, die irgendwie dem System gefährlich werden könnte. Und das ist bezeichnend, ja, für die Verlogenheit und kriminelle Energie, die innerhalb der Hartz-IV-Strukturen vorherrscht.